Ach Jungs, ihr wisst doch, dass wir die Sachen nochmal erst später zeigen. Freunde, Neues vom Flohmarkt geht auf Tour. Ich war diesmal zu Besuch in Düsseldorf, war mit dem lieben Klaus unterwegs und mit ganz, ganz vielen anderen YouTubern. Aufgrund des Wetters lief Flohmarkt leider nicht ganz so erfolgreich, das gucken wir uns jetzt gleich an. Dafür lief die Börse umso besser. Wenn ihr zur Flohmarktbande noch nicht dazu gehört, drückt ihr unten auf jeden Fall mal abonnieren. Und ansonsten kann ich euch noch dieses Video ans Herz legen. Das ist mein 2000 Abonnenten-Special. Da läuft noch ein Gewinnspiel bis nächste Woche Sonntag. Morgen. Bleibt jetzt nicht. Das ist eine Frage. Was wollt ihr für ein Spiel haben? Nice. 4 Euro. 4 Euro. Achso, ist immer unterschiedlich, ne? Haben Sie noch andere Spiele bei oder ist das alles? Haben wir was hier liegt? Das ist alles, ne? Wenn ich 4 mitnehme, können wir noch was machen? Wir gucken mal da drin, das sind Preise, weil die sind... Achso, sind die unterschiedlich? Mikrofone, ja. Und das Zubehör zum Anschließen von, okay, von der PlayStation. Was willst du für den? Ist das so ein Set oder wie? Genau, ganzes Set, die unsere 5 Spiele, Memory Card, 2 Controller für 85 Euro. Okay. Gut, danke erstmal. Gerne. Deine Preise hier hinten an, oder? Ja, eigentlich schon. Der Kollege, der ist gleich wieder da. Ich hoffe, dass das auch passiert. Alles klar. Hey, ich hätte auch über die Frau nicht was zu sagen. 25. Das ist Commodities selbst gemacht, so. Ja, ne? Ja. Moin. Morgen. Ist auch falsch. Ist auch nicht richtig, ja. Er hat den richtigen da liegen, der Dreh. Ja, ja. Ja, wie anfangs schon erwähnt, das Wetter hat überhaupt nicht mitgespielt. Ich glaube, wir sind bestimmt 5 oder 6 Märkte angefahren, sind ewig weit Kilometer gefahren, um dann irgendwann mal festzustellen, dass die Leute bei dem Wetter einfach keine Lust haben. Allerdings bin ich ja nicht wegen dem Flohmarkt nach Düsseldorf gekommen, sondern wegen der Pixelbörse und der Community. Und deshalb zeige ich euch jetzt, was auf der Pixelbörse alles abgegangen ist. Ist aber alles verhandelbar, ne? Ja, ja, nee, also, holst du einfach nur mal ein bisschen. Eigenspiel oder Port? Oh, das ist ein Eigenspiel. Ja. Das ist der, vom Prinzip her, der zweite oder die Weiterbildung von Outrun 2. Ja. Also, ich würde hoffen, da ist irgendwann mal was Fettiges drauf gekommen. Wenn du das Spiel nimmst, dann kriegst du von mir noch ein Lego umsonst da drauf. Nee, das ist das Team. Also ich habe hier 18 stehen in der Liste und ich mache den YouTube-Sonderpreis von 12 heute. Ah, musst du nicht unbedingt machen. Nein, mache ich aber. Ist okay.
ohne Scherz, machen wir. 12 Euro, dann ist weg. Und du kriegst meinetwegen noch ein Lego Rock Racers in toller UVP dazu. Einzigartiger Zustand. Also, ich weiß, warum du YouTube machst, weil du kannst es schlagartig schnell umsetzen. Du könntest auch Stand-Up-Comedian werden, aber genau, einzigartiger Zustand ist eine gute Beschreibung. Leben wir nicht ab, alles klar. Für diejenigen, die so eine Retro-Börse nicht kennen, du findest da wirklich das krasseste Retro-Zeug überhaupt. Sachen, die du bei eBay Kleinanzeigen oder bei eBay wahrscheinlich nie finden wirst oder nur ganz selten drin sind. Die Verkäufer wissen natürlich, was die Sachen kosten und deswegen ist so eine Pixel-Börse bzw. so eine Retro-Börse auch nicht so günstig, wie man jetzt denkt. Ne? Zum Einstieg gab es deshalb für mich Steam Hospital. Das fehlt mir hier hinten noch in meiner Steam-Reihe. Komplett mit Anleitung. Die CD sah anfangs ein bisschen komisch aus, deswegen hat man mal kurz drüber gesprochen, aber das ist alles in Ordnung, die läuft. Und als kleine Geschenke oben drauf, wir haben dann so eine Lego Rock Raiders im einzigartigen Zustand. Auf jeden Fall vielen Dank dafür. Frontcover und Anleitung sind mittlerweile eins. Mit Frontcover hat sich hier auch in der Hülle verewigt. Aber hey, die CD ist kratzfrei. Das reicht doch, ey. Das ist doch ein guter Zustand. Ah, okay, ja, okay. Wenn dafür das es eigentlich haben wollte, ist die Hose. Der ist auch ein bisschen defekt, muss ich sagen. So. Der hat diesen Bildschirm. Richtig, genau. Ja. Deshalb ist halt echt nur so für Bastler, die den auseinandernehmen wollen und so. Okay, ja, das nichts für mich. Hat der Ton? Geht der Ton noch? Oder? Ja, der Ton geht noch. Der Ton geht noch. Das ist das war noch in Ordnung. Achso, ist ja keine Batterie noch? Nee, genau. Ich glaube, der ist. Ich hab den nur so schnell noch eingepackt zu Hause. Und was ist dein Preis dafür, wenn er nicht? Oh! Ja. Wie, willst du nicht verkaufen? Nee, hey, der ist ja komplett ausgelaufen. Ich bin der Freistunde, nehme ich auch. Gib's ja für einen. Ich weiß nicht. Mach mir das Angebot. Ich nehme alles an. 10er. Ja, komm, gib mir 10er. Ja. Ein defekter Sega Game Gear für einen 10er ist ein super Preis. Der bleibt allerdings nicht bei mir. Den mache ich jetzt wieder fit, da kommen neue Kondensatoren rein und dann geht der direkt zum Dennis zum Pixel Army. Der Verkäufer meinte ja irgendwie, der Ton funktioniert wohl. Wenn man sich so die Batterien anguckt, hat er das wahrscheinlich das letzte Mal vor 10 Jahren probiert oder so. War das schon? Ja, ja. 40. 40. Das ist gut. Vor 2 Monaten stand es noch mit 180 drin im Internet. Mittlerweile ist es runtergefallen auf 40, weil zu viel aufgetaucht sind. Hast du schon voll, oder? Noch gar nicht. Ja. Was war jetzt eigentlich der Preis noch Spiel? 50. Und wenn wir jetzt haben, nicht nur alle drei, was kannst du dann dazu machen? 160. Ja, Eintrachtstadion. Nein, aber wenn ich 150 gesagt habe, dann kommt doch der nächste Preis von dir. Ja. Deswegen habe ich jetzt ich hätte auch nichts sagen brauchen. Ja. Aber wenn das wäre 50 pro Spiel, wenn ich sage 35 pro Spiel. Nee, da drehen wir jetzt mal um. Ich gehe 5 Euro pro Spiel runter. 135. Damit kannst du jetzt wieder arbeiten. Hast du vielleicht noch einen ohne diesen Aufkleber? Nee, wenn dann nur das hier ist. Die sind wie neu, die kosten aber 100 pro Stück. Ja eben, nee, das ist ja dann, das will ich ja nicht. Nein. Aber hätte er selber das vielleicht auch, weil er dann noch so ein bisschen bei dir nicht steht. Nee, dafür leider nicht. Ich hab dann immer schon die besten. Hab ich dann schon reingetan. Die dann da liegen, sind dann schlecht. Wollen wir 125? 130 würde ich noch machen. Das machen wir. Müssen wir vorher machen? Ja, natürlich. Ja. Also 130, ja? Genau.
Donkey Kong Country 1, 2 und 3, meine absoluten Favoriten auf dem Super Nintendo. Eigentlich sammle ich meine Module nur lose, allerdings habe ich gedacht, komm, du bist jetzt auf der Börse, du hast Geld mit, du hast extra dafür gespart, jetzt gönnst du dir mal was. Die kommen auf jeden Fall schön in Projector Cases, dann kommen die da hinten in meine Wand. Allerdings brauche ich trotzdem noch ein loses Donkey Kong Country 2, damit ich irgendwie eins habe, was ich spielen kann, damit ich die Kisten in Ruhe lassen kann. Und jetzt mal ohne Witz, du denkst, du gehst auf so eine Retro-Börse, nimmst dir das erstbeste Donkey Kong Country 2 mit, was du findest, aber es gibt einfach keins. War da Antenne noch mit drin? Ja, der ist nicht doch da. Achso, da hätte er auch sein können, dass das für dich ist. Nee. Bitte, ja. Das ist für den Mega Drive. Was wolltest du das ist für den Mega Drive. Achso. Antennenkabel? Wo ist das denn? Das hat schon auch dabei liegen. Ach, da. Ist nur nicht hier umschaltet, ist unumschaltet, aber funktioniert. Was war dein Preis? 25 hatte ich gesagt. Verhandelbar oder lieber nicht? Ja, lieber nicht ist eine doofe Frage. Ja. Aber bis auf 20 kann ich nicht mehr. So ist es. Schade, mach ich jetzt nicht mit 20 mehr. Für 20 Euro gab es jetzt noch dieses schöne Master-System dazu. Eigentlich wollte ich nur einen Controller und ein Netzteil kaufen. Für die 20 Euro war sowieso alles dabei. Normalerweise bezahlst du für einen Controller schon 10 bis 15 Euro. So ein Netzteil sicherlich auch ein 10er. Also super Deal. Der kostet 25, der hat aber schwache Kondensatoren. Hm? Aber kannst du testen, sind Batterien drin. Ja, genau, mach mal das vor. Hast du ein Spiel zufällig? Nimm hier vorne eins weg, eins ist schon offen. Hier nochmal, das machen wir mal. Du hast vorhin noch einen zweiten da, ne? Ja, der ist schon weg. Der war top. Top, ja. Musst du so nach vorne kippen, damit du das siehst. Genau, das ist Kondensatorenschwäche und das machen wir Ton. Ja, wobei das hätte ja auch sein können, dass wenn das. Hörst du irgendwie nichts? Kannst du mal in Ohren halten, hörst du irgendwie nichts? Ja. Ja. 25 mit Lupe. Mit Lupe? Da fehlt nur das Schräubchen hinten, aber da kannst du nur normale Schrauben normalerweise. Welche Schrauben fehlt denn die? Die zum Festmachen für die Lupe. Ach so, für die Lupe, ich dachte jetzt genau. Generell. Nee, nee. Ja. Hast du da irgendwie noch ein bisschen, hast du da noch irgendwie Spielraum? Wenn du Games dazu nimmst, können wir uns über einen Paketpreis unterhalten. Zu manchen Games sind die Anleitungen noch da? Ja, ich sehe schon, oder? 20 mit Lupe letzter Preis. Gibt es ein Spiel dazu? Kommt doch mal an welches. Machen wir mit Batman, weil dazu habe ich auch die Anleitung. Machen wir 22. Ach, hast du schon verraten. Machen wir 22 mit Lupe. Und natürlich die Bedienungsanleitung für den Game Gear auch dabei. Die Tasche ist nicht zufällig vom Game Gear, ne? Nein, das ist irgend so eine x-beliebige Tasche. Alles klar. Nee, 22 schon mit Preis. Dann gab es tatsächlich noch einen zweiten Game Gear dazu, diesmal für 22 Euro, allerdings auch im besseren Zustand. Die Kondensatoren müssen wir hier zwar auch mal machen, aber das ist eigentlich eine relativ schnelle Sache. Dann gab es so eine Lupe dazu, einmal Batmans Rückkehr, die Betriebsanleitung und das Spiel Terminator 2. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das im Video so rüberkommt, aber wenn man den Game Gear ganz normal hält, sieht man vom Bild so gut wie gar nichts. Wenn man den jetzt ankippt, wird das Bild immer besser. Das ist auf jeden Fall ein Zeichen dafür, dass die Kondensatoren platt sind. Auf der Pixelbörse wurde natürlich nicht nur gekauft, sondern es wurde auch viel getauscht und geschenkt. Da habe ich vom lieben Dennis vom Pixel Army, der hat mir so einen krassen Alf-Koffer mitgebracht. Da habe ich mich riesig drüber gefreut. Wenn meine Kassettensammlung irgendwann mal voll ist, kommen die hier auf jeden Fall rein. Der liebe Marvelous Marv hat mir über den MZ so einen geilen Alf-Comic mitbringen lassen. Auch dafür vielen, vielen Dank, Marv. Der MZ selbst hat so ein geiles Retro-Schild mitgebracht. Dafür werde ich auf jeden Fall einen geeigneten Platz finden. Auch dafür super vielen Dank. Und vom Polo Beino gab es diese richtig geilen Donkey Kong-Plüschfiguren. Vielen, vielen Dank, mein Lieber. Die werden sich auf jeden Fall um meine Donkey Kong Country-Spiele kümmern. Wenn ihr auch Bock habt auf so eine richtig geile Community, dann solltet ihr auf jeden Fall unseren Discord-Server besuchen oder auf einer der nächsten Retro-Börsen kommen. Ich muss mich auf jeden Fall bei der ganzen Community bedanken, bei meinen YouTube-Kollegen, das hat richtig viel Spaß gemacht, das war ein richtig geiles Wochenende. Das müssen wir auf jeden Fall wiederholen.
Wenn ihr noch mehr Eindrücke von der Börse haben wollt, geht auf jeden Fall mal bei meinen Kollegen auf den Kanal. Die sind auch hier unten alle verlinkt. Ich hoffe, Neuheit vom Flohmarkt on Tour hat euch gefallen. Abonniert auf jeden Fall diesen Kanal und dann sehen wir uns zum nächsten Flohmarkt-Video hier bei mir wieder.